Heyo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute werden wir den Sea Cleaning Simulator spielen, also auf Deutsch übersetzt den Ozeanreinigungssimulator. Wir werden heute den Ozean reinigen von dem ganzen Dreck, Leute, muss ich sagen, ein sehr, sehr schöner Simulator, denn Leute, es ist natürlich auch in echt sehr, sehr wichtig, dass Leute nicht ihren Müll in den Ozean reinwerfen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wir werden heute den Ozean retten, zumindest in Roblox können wir das machen und auch in echt kann natürlich auch jeder mithelfen, indem man keinen Müll irgendwo in die Landschaft reinwirft, ganz, ganz wichtiges Ding. Wir starten jetzt hier erstmal mit Level 1, Leute. Wir haben hier nur so ein kleines Floß und können hier so ein paar Plastikflaschen einsammeln. Wir werden hier natürlich heute wieder der beste, der beste Ozeansaufräumer aller Zeiten, Leute. Und wir können dabei sogar hier Geld verdienen und wir werden uns dann ein richtig fettes Schiff gleich holen und den ganzen Ozean reinigen. iCrimex wird heute die Welt retten. Ja, ich werde heute alle Fische, alle Meereslebewesen von dem Dreck hier retten, Leute. Man kann hier nämlich den Müll einsammeln. Wir haben jetzt hier 60 Sachen eingesammelt und dann bringt man das hier so rüber, zack, und dann gibt man den Müll ab und bekommt dafür Münzen. Und mit den Münzen kann man sich dann gleich Upgrades kaufen. Ihr wisst, wie der Hase läuft, Leute. Und dann würde ich sagen, natürlich wie immer, liken und abonnieren nicht vergessen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welchen Roblox-Simulator oder Roblox-Tycoon wir als nächstes spielen sollen. So, wir sammeln das jetzt hier mal ein bisschen ein. Kann man hier eigentlich wieder Geld ausgeben? Oh, natürlich, Leute. Ich habe doch hier wieder 8000 Robux aufgeladen. 5 Haustiere. Haustiere kann man es auch holen. Müll mal 2. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen uns hier eigentlich echt noch ein paar Items holen. Sage ich euch, wie es ist. Lass mal, was bringt uns denn VIP? Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir kaufen es jetzt einfach mal für 400 Robux. Wie immer auch, Leute, gebt kein Geld für Videospiele aus. Ihr wisst Bescheid, schaut einfach meine Videos, dann wisst ihr, was passiert. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir kaufen uns jetzt hier noch Müll mal 2. Das kostet nochmal 800 Robux. Und ich finde es auch gut, hier bei diesem Simulator spenden die nämlich auch das Geld, was sie damit verdienen, auch teilweise für den guten Zweck, für die Ozeanreinigung. Das finde ich nämlich auch sehr gut, Leute. So, und dann, wir holen uns jetzt hier noch doppelte Münzen. So, komm, Münzen mal 2 machen wir jetzt auch noch hier einmal rein. Ich glaube, jetzt haben wir hier schon wieder genug Geld ausgegeben, oder Leute? Ich glaube, das reicht jetzt. So, das verwenden wir jetzt. Und jetzt kriegen wir die nächsten 20 Minuten auch noch doppelte Münzen und doppelt so viel Müll sammeln wir ein. Hier die großen Sachen. Oh Gott, nee, da ist unser Boot noch nicht stark genug. Die großen Sachen können wir noch nicht einsammeln. Wir müssen jetzt hier erstmal diese kleinen Sachen einsammeln. Aber alles gut, Leute, kein Problem. Wir sammeln jetzt hier mal wieder ein bisschen Geld und mein Speicher ist voll. Zack, zack, zack. Jetzt verkaufen wir das Ganze hier wieder. Und jetzt kriegen wir auch die doppelte Anzahl an Münzen. Let's go, Leute. Woo, okay, wir haben schon fast 100 Münzen. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal hier so ein paar Flaschen holen und dann, meine Freunde, gucken wir mal, ob wir uns nicht schon gleich ein besser... Oh, Level Up haben wir auch schon. Sehr gut, wir sind jetzt Forscher-Level. Können wir uns jetzt gleich schon ein besseres Boot kaufen? Das wäre eigentlich schon richtig und wichtig, ja? Ein bisschen so ein besseres Boot, Leute. So, zack, jetzt haben wir hier gleich wieder unseren Speicher voll und jetzt wieder schön hier abgeben. So, boah, 170 Münzen haben wir jetzt. Okay, so, jetzt gehen wir hier mal raus. Was können wir denn jetzt hier machen? Upgrade, können wir hier... Nee, warte, was können wir denn... Ich glaube, ich bin hier ein bisschen lost. Oh, wow, wie funktioniert das denn hier? Kann man hier das Boot upgraden bei dem Stand hier oder was? So, wir laufen da mal kurz rüber. So, Upgrades. Ja, upgraden, ich will upgraden. Ah, Leute, schau mal, hier können wir unser Boot upgraden für 5 Münzen. Ah, jetzt haben wir mehr Stärke, Leute. Okay, das ist cool. Das ist cool, Leute. Hier können wir unser Boot einfach upgraden, damit da mehr reinpasst. Ich glaube, hier kann man sich solche Haustiere, so eine Pets kaufen. Warte mal, für 25 Münzen. Wir können uns ja jetzt einfach mal hier mal das erste Pet kaufen. Ich hoffe, hier kommt jetzt mal direkt was Krasses raus und wir kriegen eine Möwe. Leute, wie sollen wir die Möwe nennen? Wir nennen die einfach Stani. Stani der Vogel. Stani die Möwe. So, jetzt haben wir hier ein Pet. Was bringt das denn? Ach, das bringt ein bisschen mehr Geld und mehr Stärke. Okay, finde ich cool. Auf süß angelehnt, Leute. Guck mal, jetzt rennt uns hier so eine kleine Möwe hinterher. Und hier kann man sich dann, glaube ich, noch bessere Boote kaufen. So, jetzt gucken wir hier mal in den Bootshop rein. Was kriegen wir jetzt hier? Okay, und das nächste Boot, oh, 850 kostet das aber, das nächste Boot. Okay, das können wir uns noch nicht leisten. Ich glaube, fürs Erste sollten wir uns erstmal ein paar bessere Tierchen holen. So ein paar Eier werden wir jetzt hier mal direkt öffnen. Und dann werden wir unser Boot ein bisschen upgraden und dann sammeln wir mehr Müll ein, Leute. Richtig und wichtig, so machen wir das jetzt hier. Und dann werden wir den ganzen Müll hier aufsammeln. Boah, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich kaufe mir hier dieses glänzende Glück, Leute, weil da haben wir richtig Glück, wenn wir solche Eier öffnen. Das kostet nochmal 900 Robux. Also wir drehen hier einfach schon wieder komplett durch, Leute. Wir drehen hier komplett durch. So, wir öffnen jetzt hier nochmal was. Habe ich jetzt hier hoffentlich was Besseres? Oh, ein Storch, selten. Okay, jetzt haben wir schon einen Storch. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Okay, komm, wir holen uns noch ein Haustier. Damit uns da einfach so eine ganze... Oh, okay, leider nur eine Möwe. Uns muss so ein ganzer Vogelschwarm hinterherfliegen, Leute. Checkt ihr das? So, okay, zack. Dann rüsten wir jetzt hier mal die Tierchen aus. Auch aus... Ach nee, man kann immer nur eins ausrüsten.
Ach so, okay. Ja gut, Leute. Dann haben wir jetzt hier so einen Storch. Boah, guck mal, der ist mit uns hier auf dem Floß. Mit dem anderen Geld, was wir haben, das werde ich jetzt hier in unser Floß nochmal investieren. Upgrades, so, wir kaufen uns hier mal Upgrades. So viel es halt eben geht. Und jetzt unser Geld weg. Oh, Leute, aber ihr seht, jetzt ist das hier schon viel stabiler und stärker. Jetzt können wir sogar hier schon 130 Flaschen mitnehmen. Also jetzt passt hier ein bisschen mehr rein. Können wir jetzt auch schon was Großes hier mitnehmen? Oh, oh, ja, die großen Sachen, die... Nee, obwohl, nee, du brauchst mehr Stärke. Na, ah, so halb, Leute. Wir versuchen es eher mal noch mit den kleinen Sachen. Ich glaube, wir brauchen dafür tatsächlich noch ein bisschen mehr Stärke. Aber hier die kleinen Flaschen nehmen wir auf jeden Fall alle mit. So, zack, jetzt ist hier schon wieder der Speicher voll. Doppelte Münzen kriegen wir ja auch, wenn wir das jetzt hier schön wieder verkaufen. Und dann machen wir das so, Leute. Jetzt haben wir schon wieder 100 Münzen. Was hier das nächste Upgrade, was wir kriegen? So, zack, Boots-Upgrade. Oh, wow, okay, nice. Jetzt können wir schon 148 Sachen mitnehmen. Und gleich kriegen wir, glaube ich, hier so einen Propeller noch hinten dran. Guckt euch mal die anderen, die Amateure hier. Ihr seid ja richtige Amateure. Da müsst ihr ein bisschen früher noch aufstehen. So, zack, 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 zack. Oh, oh, Leute. Schau mal, jetzt nehmen wir hier schon die größeren, die Cola- und Pepsi-Dosen hier mit, Leute. So nicht, werft eure Sachen hier nicht ins Meer. Boah, jetzt geht's hier richtig schnell. Okay, Leute, ihr merkt, glaube ich, wie das Ganze funktioniert. Aber mich nervt das ein bisschen, dass wir nur ein Haustier ausrüsten können. Der Arme fühlt sich ja voll allein, Leute. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie bessere Tierchen hier holen. Wir werden hier natürlich der beste Sammler hier wieder. Können wir hinten die großen... Oh, ich glaube, die sind eine Nummer hier zu groß für uns, diese Schokoladensachen-Schachteln hier. Boah, Leute, und ich glaube, wir kaufen uns jetzt hier mal noch für 300 Robux, dass wir 5 Tierplätze haben, Leute. Dann können wir 5 Tiere auf einmal mitnehmen. Das ist doch viel besser, dann fühlen die Bummis sich auch nicht alleine. So, wir können weitermachen. Jetzt kann ich nämlich alle ausrüsten. So, Leute, guck mal, jetzt ist Stani nicht mehr so alleine. Oh, Leute, warum sind wir eigentlich nur Level 2? Wir geben doch hier so viel Müll ab. Wir sind doch locker schon hier so ein Profi-Mülleinsammler. Oh, let's go, Leute. Holy moly, guckt euch jetzt mal unser Boot an. Jetzt haben wir hier noch so einen Propellerantrieb da hinten. Jetzt ist das ja hier richtig stark, oder? Können wir sogar da hinten diese Schachteln mitnehmen? Das wäre schon cool, wenn wir jetzt hier auch die... Ja, doch, geht sogar schon, Leute. Braucht zwar ein bisschen lang, aber geht. Machen wir lieber erstmal hier die Sachen, das geht schneller. So, und wieder schön abgeben. Wir gehen jetzt hier immer auf Farming-Tour, Leute. Und zack. So, dann hier direkt wieder schnell hinfahren. Wir könnten auch auf 800 sparen und uns auch direkt ein besseres Boot eigentlich holen, hart auf hart. Statt das hier immer weiter zu upgraden. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das so lohnt, das weiter zu upgraden oder einfach direkt ein besseres Boot zu kaufen. Wahrscheinlich lohnt sich das sogar mehr, einfach direkt ein besseres Boot zu holen. Glaube ich sogar, Leute. So, hier wieder ein paar Münzen. So, wir gucken jetzt mal. Sind wir ein... Ey, hallo, ich wollte hier das Boot upgraden. Guck mal, wie uns unsere Vogelbande da hinterher läuft. Ey, Bruder! Funktioniert das denn hier? Level 3, ja gut, ich weiß es nicht, Leute. Komm, wir sammeln einfach mal ein bisschen mehr Geld und dann können wir... Wir holen uns einfach direkt das nächste Boot, oder? Das ist doch hier Schmalspur, Leute. Wir sammeln hier mal kurz Geld und mit 800 Münzen können wir uns ja eh schon direkt das nächste holen. Das geht ja jetzt so schnell, weil wir eh auch die doppelten Münzen aktiviert haben. So, Leute, wir haben das Geld jetzt beisammen. Jetzt gehen wir hier mal an Land. Boah, der macht hier immer diese anderen Kickflips. Unsere Vogelarmee läuft uns auch hinterher. So, wir gehen jetzt zum Bootshop und kaufen uns dort jetzt das nächst bessere Boot. Ich weiß halt nicht, ob sich das mehr lohnt, als unseres zu upgraden, aber ich habe Bock auf ein neues Boot, Leute. Man muss auch manchmal einfach ein neueres Boot kaufen. So, guck mal, das unseres ist natürlich an sich nicht schlecht, aber ich glaube, das hier ist hier richtig wild. Ich glaube, das hier ist wirklich das gute Zeug hier. 850 kostet das. Wir haben uns das jetzt gekauft. Oh, let's go. Oh, 11,4. Das hat jetzt schon ein Stärke mehr als unseres davor. Und das hat noch nicht mal Upgrades hier. Also ich glaube, das war keine schlechte Idee, das hier zu kaufen und das hier dann lieber zu upgraden. Mit 13 Stärke können wir ja auch hier komplett in das nächste Level rein. Oh, und wir haben auch ein Level abgemacht. Sehr gut, Leute. Boah, guck mal, das hat auch direkt mehr Platz hier. Ja, das war schon gut. Das war schon eine gute Investition hier. Das sieht auch cool aus. Das ist nicht so ein kleines Bummiboot. Da sehen wir aus wie ein Profi. Wie ein Profi-Meeresretter hier. So, wir sind ja kein Schmalspur hier. Wenn wir hier schon den Ozean reinigen, dann machen wir das natürlich auf Profi-Level. Was ist hier das nächste Upgrade? Ich würde sagen, wir holen uns da auch gleich mal bessere Pets. Oh, so. Zack. $20 kosten jetzt hier die Upgrades. Haha. So, das ist jetzt hier schon mal eine ganze Stange teurer, ne? Zack, weiter geht's. Aber da kriegen wir, glaube ich, so Düsen hier an die Seite dran. Auch irgendwie eine coole Sache. Boah, schau mal, jetzt fetzen wir direkt nach hier hinten. Boah, guck mal, jetzt packen wir hier direkt sogar diese Dinger hier rein. Wie heißen das?
diese Cornflakes-Packung. Oh, und voll. Oh, das geht ja richtig schnell, wenn man diese Cornflakes-Packung einsammelt. Das werden wir jetzt öfter machen. Ja, hier, Boot ist voll, ich weiß. Hier, Müll abgeben. Müll abgeben. So, weiter geht's. Boah, Leute, so wird hier richtig schön Geld gemacht. Ja, wir sind hier ein Profimülleinsammler. Geh mal hier alle beiseite, ihr Schmalspurer. Ich mach hier zehnmal so schnell wie ihr alle den Müll sauber. So, und Müll wieder abgeben, Leute. Mit dem nächsten Geld, was wir jetzt machen, würde ich auch sagen, machen wir mal so ein bisschen bessere Eier machen wir da auf, damit wir bessere Tiere kriegen, weil die Tiere, die geben ja eh so einen Stärke-Multiplikator und einen Geld-Multiplikator und so. Also umso besser unsere Tiere sind, desto mehr Geld kriegen wir auch, ja? Ich glaube, ihr checkt schon, wie der Hase läuft. So, und ist wieder leer hier. Okay, wir haben jetzt wieder 600 Dollar am Start. 600 Dollar. Jetzt sprinten wir mal schnell hier hin. Okay, 240 kosten nämlich hier diese Profi-Eier. Davon machen wir jetzt direkt mal zwei auf, weil wir können ja eh fünf Tiere mitnehmen auf einmal. Wow, episch! Ein Öko-Pelikan! Episch, Leute! Krass! Krass, Leute! Oh mein Gott, wir schauen gleich mal, wie viel Geld der uns extra bringt. Und eine Öko-Möwe. Okay, Leute. Ist zwar normal, nicht episch, aber gut. So, dann gehen wir mal hier... So, und oh, mal 0,3 und 0,5 Stärke. Also auf jeden Fall stronger. Deutlich stronger, Leute. Guckt euch mal die Vogelbande an, die hier hinter uns herläuft. Sehr, sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. So, und jetzt würde ich sagen, Leute, wie viel Stärke haben wir? Können wir jetzt ins nächste Level rein? Nein, 12,3. Mit 13 können wir ins nächste Level rein. Das heißt, unser Boot braucht noch das ein oder andere Upgrade. Und dann können wir hier in die nächste Welt rein quasi. Alter, hier fliegt eine Fliege rum bei mir. Wie kommt die denn hier rein? Raus hier, Junge. Das ist so schlimm im Sommer. Da lässt man eine Sekunde das Fenster auf und direkt kommen 20 Fliegen rein. Kennt ihr bestimmt auch, Leute. Richtig nervig, die Dinger. So, schön wieder abgeben. Und boah, Leute, wie viel Geld wir haben. 470. Gucken wir mal hier die Upgrades. Wow. Wir stecken jetzt nochmal alles in die Upgrades hier rein. Wann kommen denn hier mal so irgendwie Düsen hier an die Seite dran? Wann kommt das denn? Aber wie viel Stärke haben wir? Oh, wir haben 13,1 Stärke. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Wir können jetzt in die nächste Welt rein. Oh, schau mal, Leute, das Boot, das wird auch richtig schnell. Das wird auch schneller mit der Zeit. Merkt ihr das? So, gefällt mir hier. Wow. Und wir sind... Oh, Leute. Oh, was ist denn hier los? Hier ist ein bisschen auf Unwetter angelehnt. Boah, hier liegen ja solche... Nein. Hier liegen solche Pappbecher. Boah, und da sind wir noch ein bisschen schwach, um die einzusammeln. Boah, der hat ein krankes Boot hier. Der hat ein sehr, sehr crazy Boot. Boah, cool. Hier gibt es bestimmt auch neue Sachen hier in der Welt, weil hier ist auch wieder so ein Bootsshop. Ey, der ist voll geil, dieser Simulator. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das sehr. Wo muss ich denn hier den Müll abgeben? Ach, hier ist die Müllabgabe. So. Schön hier den ganzen Müll raushasseln. Boah, schön viel Geld bekommen. Sehr gut. Leute, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir jetzt hier... Können wir bestimmt auch nochmal ein anderes Boot kaufen. Wir gehen mal hier an Land. Vielleicht gibt es auch hier nochmal andere Tiere, die wir aus den Eiern öffnen können. Guck mal, hier können wir sogar für 500... Oh, die werden hier sogar besser. Okay, sehr cool, Leute. So, jetzt gucken wir hier mal. Was gibt's hier im Bootsshop Neues? Zeig mal her, Junge. Okay, das ist aber das Gleiche. Boah, für 1200. Ich hätte schon Bock, mir das zu holen. Das sieht schon krass aus. Leute, ich würde sagen, wir sparen jetzt auf 1200 und dann kaufen wir uns das nächst krassere Boot. Okay, Leute, weiter geht's wieder zurück. Wir brauchen 1200 Dollar. Und let's go! Ey, Leute, ich habe mir jetzt hier mal so einen Geschwindigkeitsboost geholt, dass wir irgendwie damit mit dem Boot schneller, glaube ich, sind. Aber irgendwie kommt mir das gar nicht so wirklich schneller vor gerade. Findet ihr, wir sind schneller? Warum habe ich dafür gerade Geld ausgegeben? Aber unten seht ihr, wir haben eigentlich einen 1,5-Multiplikator. Oh, doch, wir sind ein bisschen schneller. Aber ich dachte, dass das ehrlich gesagt mehr ausmachen würde. So, wieder schnell abgeben. Wir brauchen jetzt hier 1200 Dollar. Oh, wir haben jetzt schon 1100. Okay, das geht schnell. Sehr gut, Leute. Damit kann ich arbeiten. So, und zack, zack, zack. Das gehen wir nochmal ab und wir müssen jetzt eh genug haben. Perfekt. So, wir haben genug. Boah, Alter, was liegt hier denn? So Socken oder sowas liegen hier. Zack und zurück. Wir kaufen uns jetzt das nächstbessere Boot da. Jetzt, Leute, jetzt haben wir nicht nur so einen kleinen Schlauchring, sondern jetzt haben wir jetzt so ein richtiges Boot. Da ist sogar ein Kran drauf. So, gekauft, Leute. Bam. Aber die ganzen Upgrades müssen wir natürlich noch kaufen. Aber das Boot finde ich cool. Das werden wir jetzt gleich noch richtig upgraden. Das wird jetzt hier unsere Mission. Boah. Ey, man merkt schon, das ist viel stärker. Schau mal, wie das hier durch die Kaffeebecher durchfährt. Das andere Boot, das war so ein bisschen, ein bisschen schmalspurmäßig, kann man schon sagen. Aber der fetzt hier durch diese Kaffeebecher durch, als wäre es nix, Leute. Das juckt den gar nicht. Guckt euch das mal an, selbst da hinten.
Oh, und jetzt hier schön alles abgeben. Alter. Okay, $800 mit einmal Müll abgeben und wir hatten nicht mal den ganzen Müllspeicher hier voll. Man kann hier sogar noch mehr reinhauen. Hier geht sogar noch mehr. Da geht noch mehr, Leute. So. Oh, die richtig lang, bis hier der Speicher immer voll ist. Was, wie ist der denn hier mit seinem kleinen Bummiboot hier in das Level hier reingekommen? Wie ist der denn hier reingekommen, ey? Boah, hier fahren gerade sehr viele rum, deswegen gibt es hier immer wenig Müll zum Einsammeln. Weil hier gerade viele andere Spieler sind, aber alles halb so wild, Leute. So, $1500. Komm, wir gönnen uns jetzt hier mal ein paar Upgrades. Upgrades. Oh, was? Die kosten nur $30? Oha. Ich butter jetzt hier alles in Upgrades rein. Bam. Wow. Okay, jetzt haben wir hinten schon so einen besseren Motor gerade bekommen. Und hier vorne haben wir so ein RAM-Ding vor. Okay, jetzt können wir hier den ganzen Müll mal einsammeln. Jetzt haben wir 17 Stärke schon. Okay, sehr gut, Leute. Es wird besser. Ich will aber auch irgendwie, wir müssen auch gleich eigentlich hart auf hart mal noch ein paar... Oh, okay, die sind zu krass. Die sind zu krass. Wir müssen gleich hart auf hart mal noch ein paar... Eigentlich ein paar Eier öffnen, damit wir auch bessere Tiere kriegen. Mir macht der richtig Spaß hier, dieser Simulator. Leute, wollt ihr davon mehr sehen? Lasst schon mal jetzt ein Like und ein Abo da. Boah. $900 mit einmal Müll abgeben. Schmeckt. Schmeckt, Leute. Sehr gut. Mit 1000 können wir, glaube ich, die Eier kosten 500. Lass mal gleich nochmal... Oder wir sparen 1500, dann machen wir 3 auf, damit wir diese ersten 3 mal wegmachen können, Leute. Die ersten 3, die sind ja echt nicht so gut. Die geben uns eh nicht so einen guten Multiplikator. Deswegen würde ich fast mal behaupten, wenn wir jetzt gleich 1500 haben, reicht das für $1500? Ja, okay, nice, reicht. Jetzt öffnen wir 3 von diesen besseren Eiern hier. So, zack, Leute. Was kostet der Spaß? Boah, da gibt es auch welche, die 5000 kosten. Was sind das denn für Kranke? Was sind das denn hier für Kranke, ey? Nee, komm, wir machen jetzt einfach mal 3 von denen hier auf. Komm, gönn was Krasses, Bruder. Ah, Schnecke, normal, nicht episch. Ne? Gut, wird besser sein als so eine komische Möwe von uns. So, dann komm nochmal, gönn was Gutes, Junge. Schon wieder nur eine Schnecke. Warum habe ich mir denn hier so ein extra Glücksding gekauft für 900 Robux, wenn ich hier nur die normalen bekomme? Komm, jetzt aber. Oh, eine Muschel, selten. Okay, das ist doch schon mal besser. Das ist doch schon mal besser, Leute. Okay, jetzt haben wir die Besten ausgerüstet. Lol, die Schnecke ist sogar teilweise schlechter als der Ding hier. Als der Storch. Aber gut, Leute. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen deutlich bessere Multiplikatoren. Und weiter geht's. Also wir kriegen jetzt mehr Cash in die Tech. Und wir kriegen... Und mehr Stärke. Ja gut, statt 17 haben wir jetzt 17,2. Weiß ich jetzt nicht, ob das so viel gebracht hat. Aber gut, mehr Geld kriegen wir ja auch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mehr Geld kriegen wir auch, wenn wir das abgeben. So, fahren wir nochmal hier hinten schön durch. So, guck mal, das geht schnell hier. Und wieder Müll abgeben. Was? Warum haben wir jetzt nur 560 bekommen? Ah, Leute, unser Münzenmultiplikator war weg. Deswegen haben wir gerade nicht so viel bekommen. Okay, das ist natürlich nicht so schlau jetzt. Ins nächste Level kommt man erst mit 22 Stärke rein. Aber Leute, das ist unsere Mission. Das will ich heute trotzdem hier noch schaffen. 22 Stärke. Da müssen wir, glaube ich, unser Boot noch ein bisschen upgraden dafür, um das noch zu erreichen. So, wieder den Müll abgeben. Ah ja, jetzt geht's doch schneller. Leute, schaut euch mal an. Ich habe mir jetzt hier nochmal so einen Wirbel um uns rum gekauft. Also wir sind jetzt extra schnell, haben noch so einen Wirbel. Oh Gott, die bleiben aber hier ein bisschen stecken. Die brauchen aber hier ein bisschen. Haben noch hier so einen Wirbel um uns rum, damit wir halt einfach noch schneller Sachen einsaugen. Und dann kriegen wir sogar noch extra Geld, wenn wir das abgeben. Also Leute, so läuft der Hase. Damit kann man doch arbeiten. So, jetzt nochmal schön hier überall durchfahren. Zack, zack, zack. Wie sieht's mit den Upgrades aus? Machen wir hier nochmal ein paar Upgrades auf unser Bötchen drauf. Ah, das maximale Level. Nein, Leute. Das maximale Level und wir haben trotzdem nicht genug Stärke. Oh mein Gott, Leute. Das lohnt sich ja gar nicht, das zu upgraden. Wir haben jetzt hier so einen Kran drauf. Aber so viel bringt das gar nicht. Oh Gott, ist das hier am Stocken? Warum ist mein Boot so am Stocken? Was soll das denn? Hä? Ich glaube, wir haben zu viel von diesen großen Dingern eingesaugt. Oh nein. Ey, das ist voll das Müllboot. Wir sollten uns lieber ein größeres Boot kaufen. Die Upgrades bringen ja gar nicht so viel. Oh Mann, ey. Leute, hätte ich das gewusst, hätte ich gerade gar nicht das ganze Geld in die Upgrades reingesteckt. Warum ist denn hier auch so wenig Müll? Wir haben ja den ganzen Ozean. Also ist ja gut an sich, wenn hier kein Müll ist, aber wir müssen ja Geld machen. Hier ist ja der ganze Ozean schon leer gesaugt.
Da gehe ich ja lieber da hinten den Müll einsammeln. Da ist ja mehr los. Das dauert ja hier Ewigkeiten. Guck mal hier, wie ich hier durchfahre. So, das macht viel mehr Sinn für mich. Dann lieber bleibe ich hier in der ersten Welt. Kann viel mehr Müll hier abgeben. Na gut, aber hier gibt das auch weniger, ne? Muss man auch sehen. Das gibt hier auch weniger Müll. Ja, das gibt hier auch weniger Geld, den Müll abzugeben. Das darf man nicht vergessen. Aber Leute, ich würde sagen, ich farm hier nochmal ein bisschen Geld und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns das bessere Boot kaufen. Oha, Leute, das nächste Boot kostet gerade mal 2200. Das können wir uns jetzt schon holen. Ich dachte, es wäre viel teurer. Wir können ja eigentlich auch direkt auf 4000 gehen und noch eins, boah, oder 6000 das Motorboot hier holen. Komm, komm, Leute. Dann, wenn das schon gar nicht mal so teuer ist, dann holen wir jetzt noch einmal kurz Geld dran. Und dann holen wir uns ein richtig krasses Boot. So, gut, Freunde, $6.700 haben wir jetzt am Start. Das sollte reichen, um uns hier ein deutlich crankeres Boot zu kaufen. 6.500 kostet der Spaß. So, boah, das werden wir uns jetzt hier mal kaufen. Let's go, meine Freunde. Das ist auch ordentlich schnell. Ach, die haben auch so verschiedene Attribute, die Dinger, okay. Jetzt haben wir aber schon so ein richtiges Motorboot hier am Start. Boah, let's go, Leute. 1000 Mülldinger kann das Ding hier auch mitnehmen. Wow, wie schnell wir einfach sind. Und 25er Stärke. Alter. Alter, wie viel Geld wir machen. Alter, wie viel Geld wir machen. Oh mein Gott, komm, wir fetzen hier direkt in das nächste rein. Bam, beiseite. Woo, was geht denn hier ab, Junge? Wow, 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 wow. Wow, okay, okay, okay. So, jetzt ist hier natürlich schon wieder der ganz andere. Boah, aber wie viel Geld. Okay, Leute, jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt geht's hier richtig. Schau mal, wie viel Geld wir hier machen. Mit einmal abgeben. 8000 direkt. Oh mein Gott, Leute. Was passiert hier? Schon wieder ist hier alles voll. Hier sind auch kaum andere Spieler. Deswegen ist das besser hier. Hier können wir mehr einsammeln. Ey, Bruder. Ey, wir kommen da nicht zu den Upgrades dran, ne? Der lässt uns da nicht hin. Alter, $11.400. So, hier Speicher gleich schon wieder voll. Jetzt. Wir können jetzt hier unser Boot upgraden vom Ding her. Ja, oder wir kaufen uns halt direkt das nächste. Also ich habe jetzt, wenn ich hier eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass es auf jeden Fall mehr bringt, sich immer direkt das nächst bessere Boot zu kaufen. So. Was kriegen wir denn jetzt hier für $11.000? Aha, oh, für 10 kriegen wir das hier. Komm, Leute, kaufen wir uns direkt ein besseres Boot. So. Aber gut, meine Freunde, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr darauf Bock habt, dass wir das Ding hier weitermachen, dann zeigt es mal mit einem Like und einem Abo. Mir wird es richtig Spaß machen, hier den Müll-Simulator, sage ich mal, weiterzuspielen. Macht richtig Bock, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.